Heute geht es um ein ganz anderes Thema: Nazi-Verbrecher in Südamerika. Sie kennen die bekannten Namen natürlich alle: Adolf Eichmann, Erich Priebke, Klaus Barbie, Josef Mengele, Eduard Roschmann, die nach dem Zweiten Weltkrieg alle in Argentinien angelandet sind. Ja, es gab mehrere Fluchtrouten, das wird alles Thema sein. Es gibt eine ganze Reihe von Mythen über die Organisation, die sich hinter diesen Fluchtwegen verbindet. Aber Tatsache ist natürlich, dass insbesondere Argentinien extrem daran interessiert war, viele deutsche Emigranten aufzunehmen, auch aktiv darum geworben hat und da völlig wahllos auch eine ganze Menge an Nazi-Verbrechern aufgenommen hat. Dieser Situation da genauer nachzugehen, ist heute das Thema des Vortrags von Frau Professor Ursula Putsch. Sie sind Professorin insbesondere für US-amerikanische Geschichte, für die Geschichte Südamerikas auch, sind spezialisiert auf eine ganze Reihe von Ländern aus Südamerika als Historikerin, haben über Evita Perón ein Buch geschrieben, aber eben auch nicht nur an der Geschichte Südamerikas, sondern eben auch an Zeitgeschichte, aktueller deutscher Zeitgeschichte. Insofern gibt es da einen guten Konnex und einen spannenden Zusammenhang heute, über den ich mich freue, dass wir da mehr erfahren. Ganz herzlich willkommen in Ismaning. Ja, vielen Dank für die nette Einführung und Einleitung. Vielen Dank fürs Kommen, auch den Interessierten auf Zoom, die ich nicht sehen kann, aber auch begrüße. Der Herr Dr. Stetz hat schon gesagt, das war auch meine Beschreibung für diesen Vortrag heute, ein beliebtes Thema, auch in der Populärkultur, immer wieder in den Zeitungen, Zeitschriften. Tausende Nazis flohen ins totalitäre Spanien, nach Brasilien, Argentinien, Paraguay, Bolivien, andere Länder wie Ägypten und Syrien, aber sehr viele eben nach Argentinien. Und ich werde auch erklären, warum gerade Argentinien so attraktiv war. Und ich werde mich nicht so sehr auf einzelne Personen, Persönlichkeiten beziehen, schon einige Beispiele nennen. Herr Dr. Stetz hat genau die richtigen Namen genannt, das sind die Big Names. Aber ich dachte mir, ich erzähle Ihnen eben auch vor allem diese Fluchtroute und möchte Ihnen erzählen, welche Institutionen eigentlich beteiligt waren, die es ermöglicht haben, dass viele Deutsche, aber auch eben viele Österreicher, die waren ja, sagen wir ja dann Teil des Dritten Reiches, relativ klaglos in den späten 40er Jahren aus Deutschland, Österreich rauskamen. Und ich möchte den Schwerpunkt auch deshalb darauf legen, weil die Forschung in den letzten 10, 15 Jahren sich eben auch stark damit beschäftigt hat, wer deckt diese Leute, wer hilft diesen Leuten raus? Und das hat damit zu tun, dass entscheidende Archive ihre Türen aufgemacht haben und dadurch, obwohl die Fluchtrouten schon sehr lange vorbei sind, viele neue Details gewonnen werden konnten und diese Forschung geht noch weiter. Das hat auch damit zu tun, das kann ich vorausschicken, dass auch in vielen Familien gerade die Enkel, Kinder auch, aber Enkel daran interessiert sind, selbst herauszufinden, welche Position ihre Großeltern hatten und dann auch distanzierter umgehen damit und auch bereit sind, zum Beispiel Familienpapiere herzugeben. Also deswegen möchte ich sagen, dass die Forschung natürlich in den 60er, 70er Jahren sich intensiviert hat, aber eben auch in den letzten 20 Jahren einen neuen Aufschwung gemacht hat. Ich werde also über die sogenannte Rattenlinie oder Rattenlinien sprechen und vorab auch eine persönliche Geschichte und dann hole ich etwas weiter aus. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die österreichische Auswanderung nach Brasilien in der Zwischenkriegszeit und ich war mit Mitte 20 mehrere Monate in São Paulo und habe da Kontakt gehabt zu Österreichern, auch noch solchen, die 1918, 19 ausgewandert waren, die waren Ende 80, Anfang 90. Und dann war ich eines Samstags eingeladen zu einem Nachmittag, Kaffee und Gugelhupf in einem Haus in São Paulo. 10. Stock, eine Kärntnerin und es waren mehrere Leute da. Es hat sich ein Gespräch entwickelt und ein sehr nettes Ehepaar war da. Die schauten mich an und sagten, naja,
ich würde nicht ausschauen wie eine Österreicherin und auch schon gar nicht mein Profil. Sie meinen, ich sei doch zuzuordnen der sogenannten dinarischen Rasse. Und da war ich schon sehr erschüttert. Und dann haben sie sich entpuppt als das Ehepaar Bossert, die Josef Mengele in Brasilien bis zu seinem Tod begleitet haben. Sie haben gesagt, das ist eine humanitäre Aktion, Mengele war alt. Und es wurde ja damals auch noch gemutmaßt, wie bei vielen dieser Nazis, sind sie tatsächlich gestorben, sind sie irgendwo untergetaucht, manche sind ja 100 Jahre alt geworden, wie der Erich Priebke, wo sind sie? Und es gab eben die Behauptung, die auch der Sohn von Mengele sagte, na, er sei 1979 bei einem Tauchunfall gestorben im Atlantik, in der Nähe von Santos, weil er einen Schlaganfall gehabt hat. Und dieses Ehepaar sagt, ja, das war unser sozusagen, wir hatten da ein Ferienhaus und er ist tatsächlich 1979 ertrunken. Und dann sagten die mir, die beiden, weil ich aus der Steiermark komme und die Bossarts kamen auch aus der Steiermark, die haben gesagt, ja, sie können ja nicht mehr nach Österreich. Simon Wiesenthal, dieser Nazi-Jäger, jagt sie und sie haben so Heimweh und ob sie mir schreiben dürfen. Und ich habe dann ja gesagt und dieser Abend oder dieser Nachmittag war so fürchterlich, weil es eben auch, es waren dort FPÖ-Anhänger, es war ein sehr deutsch-nationales Klima, sodass ich damals nicht den Mut gehabt hatte und die Energie, den Brief des Herrn Bossert zu beantworten. Und das ärgert mich bis heute, weil heute, sozusagen wesentlich älter, habe ich mir gedacht, naja, das hätte eine spannende Korrespondenz werden können, auch vielleicht eine Art Zugang, warum machen die das, welche Ideologie haben sie, aber ich war damals, ich weiß nicht, zu jung, das war natürlich eine Ausrede, aber ich habe diesen Brief von Herrn Bossert in den Kamin gesteckt und habe ihn verbrannt. Und das als Historikerin. Also das ist die einleitende Geschichte, Sie sehen, und das war 1992. Ich möchte ein bisschen ausholen, weil bei uns oder bei mir im Vortrag der Begriff des Vierten Reichs eine Rolle spielt. Warum Argentinien, warum diese Idee, in Argentinien werden Nazis, Mitläufer, Kriegsverbrecher besonders gut aufgehoben. Und ich gehe da etwas zurück in den Zweiten Weltkrieg rein. Sie wissen, die USA ist im Dezember 1941 in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und haben lateinamerikanische Staaten unter Druck gesetzt, sie mögen alle die Beziehungen zu den Achsenmächten abbrechen und sich auf der Seite der USA in den Krieg begeben, das heißt Krieg erklären. Zwei Staaten haben sich geweigert, da mitzuspielen, Chile und Argentinien. Und da war Perón noch nicht an der Macht, aber das kam dann 1943 und die USA haben sukzessive in diesem Zweiten Weltkrieg genauestens recherchiert, wie viele deutschsprachige Auswanderer sind in Lateinamerika, welche Schulen haben sie, die Feinde waren natürlich auch die Japaner und die Italiener, wo ist deutsches Kapital, wo sind deutsche Firmen und haben eben die lateinamerikanischen Staaten unter Druck gesetzt, hier Firmen zu nationalisieren. Es war auf jeden Fall sehr schwierig für die deutschen Migranten und ein Teil war pro-nationalsozialistisch. Gerade in Argentinien. Und in Argentinien gab es so, man sagt heute 20.000 Nazis, Nazisympathisanten, die eben auch 1938 den Anschluss Österreichs an das Dritte Reich gefeiert haben. Also es gab schon einen gewissen Boden, aber angesichts der vielen Auswanderer kann man nicht sagen, die meisten Deutschen, Deutschsprachigen seien pro-Nazis gewesen. Dem war nicht so. Aber als dann 1943 eine Gruppe von Militärs in Argentinien geputscht hat und einer von denen war Juan Perón, die waren fasziniert von Faschismus und Nationalsozialismus, also Francisco Franco in Spanien, dann natürlich Mussolini, sein Industrialisierungsprogramm, aber eben auch von deutscher Rüstungsindustrie, von deutscher Militärorganisation, einfach auch, weil schon im späten 19. Jahrhundert zwischen argentinischen Militärs und deutschen, zum Teil aber auch österreichischen, vor allem was die Munitionsindustrie betroffen hat, viele Kooperationen waren, also gemeinsame Ausbildungsprogramme. Also man war sehr pro-deutsch und einige waren eben pro-nationalsozialistisch. Das wussten die USA freilich und die haben dann solchen Druck gemacht auf Argentinien,
dass Argentinien letztendlich auch in den Krieg eintritt, und zwar im März 1945, was ein bisschen lächerlich ist. Aber die USA haben gesagt, wenn Argentinien nicht sozusagen in den Krieg eintritt gegen die Achsenmächte, darf es nicht Gründungsmitglied der UNO sein. Und dann, Argentinien fügt sich, und dann sagen US-Geheimdienste, das FBI, naja, es sind ja so viele Nazis in Argentinien, und wer weiß, wenn da jetzt noch Leute aus Europa kommen, und man sollte nicht nur an Deutsche oder Österreicher denken, sondern zum Beispiel auch an die kroatischen Ustascha-Faschisten, die da kamen. Wenn da jetzt noch mehr kommen, wäre doch Argentinien das Land, wo Nationalsozialisten vor Ort und die, die vielleicht noch kommen, ein viertes Reich gründen könnten, wenn das Dritte Reich ja schon zerbrochen ist. Also das ist sozusagen diese Idee eines Vierten Reichs. Und noch dazu, die USA haben sich dann sehr ungeschickt verhalten, weil sie dann einen Botschafter, noch 45, nach Argentinien geschickt haben, der sich zur Aufgabe gemacht hat, alle möglichen Nazis aufzuspüren und ein Blue Book des Nationalsozialismus zu erstellen. Er war schlecht organisiert, er hat dann auch Leute in das Blue Book geschrieben, die keine Nazis waren, sogar zum Teil jüdische Flüchtlinge, aber alles, was einmal Deutsch sprach, war einmal verdächtig. Und die USA wollten nicht, dass dieser Juan Perón Präsident wird und gewinnt. Aber als sie sich so dermaßen in den Wahlkampf eingemischt haben, ist genau das passiert. Juan Perón wird Präsident Argentiniens. Und Perón war jetzt, ich würde gar nicht sagen, Perón war jetzt ein Nazi, das war er nicht. Aber Juan Perón war auf alle Fälle ein Militär. Er hatte Sympathien mit diversen deutschen Offizieren. Er war antikommunistisch, und Nazis sind nun mal Antikommunisten. Und vor allem wollte Juan Perón Argentinien zu einer modernen Industriemacht machen und als Militär, der eine de facto, sagen wir, eine, heute würde man sagen, eine illiberale Demokratie hatte, dachte sich, Nationalsozialisten, Offiziere sind gute Sicherheitsberater, die kann man brauchen. Und also es gibt sozusagen verschiedene Gründe, warum Juan Perón hier die Tore geöffnet hat, und freilich war es für ihn besonders wichtig, auch gute Rüstungsexperten zu haben. Flugzeugtechniker, Düsenjäger, sein großer Traum war ein Düsenjäger. Ich gehe jetzt in meinem Vortrag auf die Rüstungsfachleute eher nicht so ein, aber wir können gerne im Anschluss drüber reden. Auf jeden Fall sind also Techniker aus Deutschland dann eben auch nach Argentinien gekommen. Aber nicht nur, wie Sie vielleicht wissen, das kann ich vorausschicken, viele Experten auch in der Raketentechnologie sind in die USA abgeworben worden. Oder bekamen die besten Angebote nach 1945 von den USA, der Sowjetunion, auch zum Teil Frankreich. Also wenn man sich die vorstellt, Argentinien sammelt die alle. Den USA für einen guten, hervorragenden Techniker wie Werner von Braun, ja, war es den USA egal, ob der Nazi gewesen war oder nicht. Hauptsächlich, er hat eine Technologie, die die USA weiter voranbringt. Ja, also die USA waren relativ, ich sage jetzt nicht entspannt, aber die USA haben sehr schnell ihre Vorbehalte in dem Moment, wo der Krieg vorbei war, aufgegeben und haben sich gedacht, na, die besten Techniker und Ingenieure nehmen wir, und die Argentinien kriegt dann halt quasi die anderen und ein paar gehen nach Brasilien. So, das ist nur die Vorbemerkung. Und jetzt sozusagen ab 1946 müssen also sich hier bestimmte so Kriegsverbrecher, hochrangige Kriegsverbrecher, Mörder auf den Weg machen, um also das Nachkriegsdeutschland und Österreich zu verlassen. Und es entwickelt sich eine erfolgreiche Fluchtroute für solche Flüchtlinge, die der NSDAP, der SS angehörten, und zwar durch Südtirol. Ich glaube, Sie alle wissen, was Südtirol ist. Südtirol war bis 1918 ein Teil Österreichs, Österreich-Ungarns, wird dann italienisch, hat eine sehr harte Italienisierungspolitik, und es gibt dann eben Zentren des Deutschtums, die sich dort entfalten. Und eben dann mit der Option 1939 wird ein Teil von Südtirol, also kurz gesagt, es gab diverse Nazis auch in Südtirol, und vor allem es gab eine Reihe von katholischen Klöstern. Südtirol war ein idealer, also
Tirol, Südtirol, über den Brenner rüber, war ohnehin von der Geschichte her eine gute Schmugglerroute. Es war sehr bergig, man konnte sich dort gut verstecken und es gab Leute, die gegen Bezahlung dann über die grüne Grenze Menschen begleiteten und auch nicht fragten, wer diese Menschen sind. Es gibt auch mittlerweile sehr spannende Bücher dazu, also falls Sie Lust haben, da mehr zu lesen. Was mich sehr fasziniert hat, war das Buch eines Österreichers, der lange für den Spiegel Osteuropa-Experte war, Martin Pollack, dessen Vater ein hochrangiger Nationalsozialist gewesen war, nämlich Gerald Bast. Und der hat diese Schmuggelroute genommen, wollte nach Argentinien und ist aber dann verraten worden und in einem Bunker erschossen worden. Also es gab solche, die die Fluchtroute nicht überlebten. Und der Martin Pollack hat ein wirklich spannendes Buch geschrieben, Der Tote im Bunker. Und vielleicht haben Sie auch mitbekommen, dass ein sehr bekannter britischer Anwalt und Historiker, Philip Sands, ein großartiges Buch geschrieben hat, ich glaube 2021 oder 20 herausgekommen, die Rattenlinie, The Red Line, über den österreichischen Nazi Horst Wächter, der eben Vizegeneralgouverneur von Polen war und der hat es erfolgreich geschafft durch diese Südtiroler Route bis nach Rom und dort stirbt er aber und ich erzähle jetzt zwar nicht, warum er dort stirbt, weil vielleicht wollen Sie das Buch noch lesen. So, wer hilft? Und das ist ein Punkt, den ich wirklich besprechen wollte, weil das eben auch die Forschungssituation der letzten Zeit ist. Abgesehen von den Schmugglern helfen Institutionen der katholischen Kirche, Klöster, Priester, Nonnen und entscheidend zwei Personen im Vatikan, nämlich Alois Hudal, ebenfalls ein Österreicher, und ein Kroate, der in Bosnien-Herzegowina geboren war, Krunoslav Draganovic. Und das ist einmal die eine Gruppe, also katholische Institutionen. Die zweite Gruppe, das Internationale Rote Kreuz. Und dann erstaunlicherweise die USA. Und also vielleicht ein Punkt zu Hudal. Hudal war geboren in Graz, Landeshauptstadt der Steiermark, deutsch-national. Und hier kann man vielleicht auch sagen, dass Graz in der Zwischenkriegszeit ein Zentrum der deutschen Nationalen war und der illegalen Nationalsozialisten. Graz hat in seiner Begeisterung schon im Februar 1938 den Anschluss ausgerufen, bevor der Anschluss tatsächlich stattgefunden hat, weil diese Gebiete wie Graz, vielleicht kennen Sie es, Graz liegt heute 30 Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt und 40 Kilometer von der ungarischen. Das heißt, mit dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie ist dieser ganze große Wirtschaftsraum ohne Grenzen, ohne Zölle zusammengebrochen und Städte, die sich gut entwickelt hatten, die sozusagen Kontakte hatten bis hinunter nach Montenegro, weil Kotor gehörte auch noch zur Habsburger Monarchie, die waren plötzlich im Grenzland. Also wirtschaftliche Not, zerstörte Wirtschaftsstrukturen, Identitätsprobleme und dann eben so Leute wie eben Hudal oder der Herr Dr. Stetz hat gerade erwähnt, den Eduard Roschmann, ein hochrangiger Nationalsozialist, Kommandant des Rigauer Ghettos, ebenfalls Grazer, ein Bekannter von Alois Hudal. Mithilfe von Hudal kommt er auch aus Italien raus und nach Argentinien. Das heißt, sie haben, und was bringt diesen Hudal dazu, so ein entscheidender Fluchthelfer zu werden? Er gehörte zu denen, die versucht haben, eine Verbindung zu schaffen. Man kann katholisch sein und nationalsozialistisch sein. Er wollte in seiner Ideologie zunächst so das Heilige Römische Reich deutscher Nation wiederherstellen. Er verstand die österreichische Identität in den 30er Jahren nicht, die ja auch noch sehr fragil war nach dem Zusammenbruch dieses Vielvölkerstaates. Und er dachte sich dann auch, naja, wenn diese Nazis, die da jetzt fliehen wollen, katholisch wären, und zur Not tauft man sie halt schnell irgendwo in Südtirol, dann passt das schon und dann werden sie die nationale Tradition weitertragen. Und Hudal, natürlich ein strammer Antikommunist, ja, dachte, wer weiß, ne, die Sowjetunion als neuer mächtiger Partner, Nazis, also sind gewissermaßen auch vielleicht Opfer. Ja. Und wenn man sich die Diskussionen anschaut, ja lange Zeit diejenigen, die in der Wehrmacht waren, haben sich selber als Opfer gesehen, also es war, auch Alois Hudal
der sehr vielen dieser Nationalsozialisten quasi den Persilschein ausgestellt hat und dann gesagt hat, die sind unbedenklich. Der Vatikan von Pius XII. War nicht so besonders einverstanden mit dieser Politik des Herrn Hudal. Man kann nicht sagen, dass das die Politik des Vatikan war, aber er hat halt den Hudal gewähren lassen. Und der Vatikan wird nur dann nervös, als er sieht, dass diese Fluchthilfe natürlich auch Geld kostet. Also Hudal sitzt da im Vatikan und sein Kollege Draganovic macht Ähnliches für die Ustascha-Faschisten, die ja sozusagen sich ans Dritte Reich angelehnt haben. Und der Chef dieser Ustascha, Ante Pavelic, der immer von einem großkroatischen Reich geträumt hat, der wurde dann rechtzeitig von Draganovic mit Papieren versorgt und ging ebenfalls nach Argentinien, um hier Perón zu unterstützen. So, die zweite Institution, das Internationale Rote Kreuz. Und das ist insofern spannend, weil als man sozusagen in den 60er Jahren verzweifelt nach diesen großen Kriegsverbrechen gesucht hat, ja, Barbie, Mengele, dann eben auch Eichmann, dann war immer die Frage, was haben die natürlich alles verbrochen? Es war weniger die Frage, wie haben es die eigentlich nach Südamerika geschafft? Und das internationale Komitee vom Roten Kreuz war da relativ still und hat aber in den letzten Jahren seine Archive geöffnet. Ja? Und es hat dann vor allem der Gerald Steinacher, ein Tiroler, der dann in Südtirol gearbeitet hat und jetzt Universitätsprofessor in Lincoln, Nebraska ist und eines der ersten Bücher geschrieben hat, umfangreichen über die Rolle des Roten Kreuzes bei dieser Fluchthilfe und Rattenlinie, war ein Begriff der US-Geheimdienste, hat das sehr gut recherchiert und hat auch Interviews geführt mit Mitgliedern des Roten Kreuzes. Und die sagen dann auch, na, wie schaut es 46, 47 aus bis 1950? 30 Millionen Menschen haben in jener Zeit Europa verlassen. Vor allem Richtung Kanada, USA, Lateinamerika. 30 Millionen Menschen. Das bedeutete jüdische Flüchtlinge, dann sogenannte sozusagen Volksdeutsche, das heißt aus den Sudetengebieten, die rausgeworfen worden sind, aus Rumänien, aus dem Banat, arme Auswanderer aus den zerbombten Städten. Argentinien galt als reichstes Land, als eines der reichsten Länder damals in Lateinamerika. Das heißt, es gab eine Mischung aus Kriegsverbrechern, Opfern und dann eben auch ganz klassischen Auswanderern. Und danach war die Frage, wer geht jetzt mit Verbrechern um? Wie Sie wissen, hat ja dann, haben die USA dieses Militärgericht in Nürnberg dann eröffnet, dass er dann gearbeitet hat über 2 Jahre. Also es gab genügend Gründe für hochrangige Nazis, so schnell als möglich zu fliehen. Und die Italiener, es war auch schwierig für Nationalsozialisten in Italien, weil die eben auch sehr oft extralegale Justiz gemacht haben. Also in Italien waren die Kommunisten sehr stark und Italien war natürlich sehr daran interessiert, hochrangige Kriegsverbrecher zu finden, weshalb Rom auch ein schwieriger Platz war, weil die Kriegsverbrecher, denen jetzt geholfen wurde, die saßen vor allem in Genua und in Rom. In Genua hatte die argentinische Regierung eine eigene Institution gegründet, damit man schnell Schiffspassagen organisieren kann und die Leute kamen rüber. Aber gerade in Rom mussten sich diese Kriegsverbrecher ja auch verstecken, weil ja auch in Italien einige Österreicher, Deutsche heftig Kriegsverbrechen begangen haben, wenn man an Erich Priebke denkt. Also was hat jetzt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gemacht? Es hat einfach Reisescheine ausgestellt. Es ist eine private Organisation, also keine Regierungsorganisation. Es durfte offiziell keine Pässe ausstellen. Die wurden dann trotzdem Pässe genannt. Aber es waren eigentlich Reisescheine, nur die Anforderungen waren völlig gering. Das heißt, viele Menschen haben auf der Flucht ihre Ausweise verloren oder weggeworfen, um ihre wahre Identität zu verschleiern. Dann kommen sie zum Beispiel in ein Kloster, wo dann Helfer sind, oder in Genua und sagen, ja, wir haben keine Identitätspapiere mehr. Manchmal sind sie auch in Durchgangslagern, wie in Bozen. Das war so eine, sozusagen auch noch ein Kriegsgefangenenlager. Und dann sagen sie, naja, wir haben das nicht mehr.
Und das Rote Kreuz war, und das ist die Hauptkritik, dermaßen offen, dass das Rote Kreuz gesagt hat, naja, nehmen Sie jemanden mit, der einfach bestätigt, dass Sie der sind, der Sie sind. Wenn also jetzt, und die Kriegsverbrecher und Nazis haben sich natürlich zum Teil, haben ja einander geholfen, das heißt, da nimmt halt dann der Herr Priebke einen Freund mit oder einen Bekannten, der ebenfalls bei der Gestapo war und der sagt, na, ich weiß, das ist jetzt der Herr so und so. Und dann hat man relativ leicht mit falschen Namen, mit falschen Geburtsdaten, mit falschen Geburtsländern einen Ausweis gekriegt. Dann hat man irgendein Foto draufgeklebt. Man brauchte keinen Fingerabdruck, auf dem Foto war kein Stempel, man konnte alles perfekt fälschen. Und natürlich, das Internationale Rote Kreuz war eine sehr, sehr geachtete Institution. Also haben dann viele Kontrolleure einen Pass oder ein Ausweispapier vom Roten Kreuz nicht hinterfragt. Und das Rote Kreuz hat ja dann auch die Klöster sozusagen befragt. Und da gab es halt da und dort deutschnationale oder eben antikommunistische Priester, die gesagt haben, naja, wenn er jetzt bereut, ja, der arme, also dieser Nazi, der auf der Flucht ist, dann vielleicht gibt es ja die Chance, dass er bekehrt wird durch Gott. Ne? Also es spielten natürlich dann Hudal, Draganovic und das Rote Kreuz einander in die Hände. Und auf die Art und Weise sind also dann 120.000 Reisepapiere ausgestellt worden. Und die meisten von denen mit falschen Namen. Ich schaue gerade, ob ich das da noch aufgeschrieben habe. Ich habe es irgendwie. Ja, ja. Und zwar zum Beispiel: Adolf Eichmann ist fälschlich mit seinem Papier in Bozen geboren, wo er nicht herkam, und hieß dann plötzlich Ricardo Clement. Der Klaus Barbie hieß Klaus Altmann, also das war nicht sehr besonders kreativ. Der Priebke hieß Otto Pape und der Mengele hieß Helmut Gregor, geboren in Tramin, Südtirol. In Wirklichkeit kommt er aus Günzburg. Also das sind so Beispiele. Und es war dann aber so, dass in den USA, die USA spielen eine doppelbödige Rolle, aber eben es hat dann im State Department einen sehr cleveren Agenten gegeben, Vincent La Vista, und der ist dann nach Rom gereist und hat sich das angeschaut und hat dann in den USA gesagt, also das stimmt nicht. Ja. Diese Reisepapiere sind so dermaßen dilettantisch gemacht. Ja. Wer weiß, wer da jetzt alles flieht. Ja. Und das war dann schon fürs Rote Kreuz ein Problem, sodass dann das Rote Kreuz von den USA so unter Druck gesetzt worden ist, dass es dann diese Praxis 1950 aufgegeben hat und das alles dem italienischen Staat übergeben hat. Und wer ist jetzt der dritte Player? Und das ist eben das Doppelbödige, die USA selbst. Und das ist auch eine Geschichte, die lange nicht rezipiert worden ist, sondern erst in den letzten 15, 20 Jahren intensiv besprochen worden ist von diesen Wissenschaftlern. Und merkwürdigerweise sind kaum Frauen dabei. Es sind fast alles Historiker, die das aufarbeiten, also eben der Gerald Steinacher, den ich vorher erwähnt habe, dann der Philipp Sands mit seinem Buch Die Ratenlinie über den Horst Wächter, dann ein ausgezeichnetes Buch von Daniel Stahl, der selbst in Paraguay aufgewachsen ist, der sich genau angeschaut hat, die Länder Brasilien, Paraguay, Argentinien. Und sie alle merken, dass die USA im Hintergrund eine Rolle spielt, indem militärische Geheimdienste der USA und hier vor allem das CIC, also das Counter Intelligence Corps, das gibt es seit 1942, gab es das, sich Nationalsozialisten geködert haben, weil sie sich gedacht haben, naja, die wissen was, die waren in hochrangigen Positionen. Vor allem gerade die Nazis, die hochrangigen Nationalsozialisten, die in Osteuropa stationiert waren und dort die Unwesen getrieben haben. Und nun ist ja der große Feind ab 1947 die Sowjetunion, man ist im Kalten Krieg. Plötzlich, die Nazis sind militärisch besiegt. Also wissen diese Nationalsozialisten ja eigentlich viel über Russland, über Polen, die Ukraine, die ja dann Teil Russlands wird, die werden wir anheuern. Und auf die Art und Weise hat zum Beispiel Klaus Barbie,
der Schlechte von Lyon, der eine Zeit lang durch Österreich und Deutschland geflohen ist, plötzlich wurde angeheuert von diesem Militärgeheimdienst der USA, dem CIC, hat ein paar Dollar gekriegt pro Monat, um da jetzt zu schauen, wo Kommunisten sind. Sie kennen vielleicht alle die Gründungsgeschichte des Deutschen Bundesnachrichtendienstes. Das ist eine Paradegeschichte, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg in München ins Leben gerufen worden ist als Organisation Gehlen. Und der BND war in seiner Frühzeit praktisch eine Unterabteilung der neu gegründeten CIA. Und Reinhard Gehlen als ehemaliger Oberbefehlshaber Fremde Heere Ost war für die USA ein wichtiger Mann mit vielen Informationen. Und dann wird sozusagen, das muss man sich eben vorstellen, 1945 sind Nazis interessant und plötzlich wird ein hochrangiger Nazi der erste Direktor des Bundesnachrichtendienstes. Ja. Und da gibt's jetzt gerade, wird gerade sehr viel gemacht momentan, weil ja gerade die Geschichte des Bundesnachrichtendienstes aufgearbeitet wird von deutschen Historikern. Und da ist, glaube ich, noch einiges, was gehoben werden kann. Eine andere US-Organisation, die sehr wichtig war, war das OSS. Also das OSS, Office of Strategic Services, die Vorgängerorganisation der CIA, war quasi der erste staatliche zivile Geheimdienst der USA. Also das CIC war der militärische Geheimdienst, das OSS war der zivile, 1942 auch gegründet. Und das Europabüro des OSS war in Bern. Und der Leiter war Alan Dulles, der dann später unter John F. Kennedy der Direktor des CIA war. Und da haben sich dann so ab 1944 diverse hochrangige Nationalsozialisten gemeldet. Und deswegen diejenigen von Ihnen, die vielleicht Inglourious Basterds gesehen haben, von Quentin Tarantino, wo dann die Figur des, gespielt, jetzt fällt mir der Name, ist ein Österreicher, auf jeden Fall, des Herrn Lander, genau, der dann sagt in dem Film, in dem Spielfilm, ich bin jetzt nicht mehr SS, ich bin OSS, ja, und ich bringe mich jetzt da aus dem Schneider. Das ist nicht nur Fiktion, weil dann einige aufgeschienen sind in Bern und gesagt haben, naja, wir können Ihnen, den USA, jetzt Informationen liefern und wir hoffen aber, dass Sie uns dann nicht in irgendein Lager stecken oder dann vielleicht vor ein Militärgericht. Ein Beispiel zum Beispiel, also und das weicht jetzt ein bisschen ab von dieser Fluchtroute, war ein Österreicher namens Wilhelm Höttl. Und dieser Höttl hat eng mit Adolf Eichmann zusammengearbeitet und ist dann dort aufgetaucht und hat gesagt, er weiß, ne, so und so viele Millionen Juden sind da ermordet worden. Und dieser Höttl hat überlebt. Der ist dann nach Österreich zurück, hat ein Bundesgymnasium in der Steiermark gegründet. Niki Lauda ist in dieses Gymnasium gegangen. Das war so ein bekanntes Gymnasium für diejenigen, die jetzt keine großen Schulerfolge haben im klassischen Gymnasium. Und ist als Ehrenbürger der Steiermark dann auch gestorben. Also sozusagen, also das OSS in Bern spielte da ebenfalls eine Rolle. Also Sie sehen, es gibt drei Organisationen zumindestens oder Gruppen, die hier Fluchthilfe leisten über diese sogenannte berüchtigte Rattenlinie. Und wie ich schon erwähnt habe, wichtig war Genua als Ort, um hier sich einzuschiffen nach Argentinien und eben dann auch Rom, weil eben dort auch Fluchthilfe geleistet wurde und auch die jeweiligen Nazis mit Geld versorgt wurden. Ich komme jetzt zu den Beispielen und ich nehme die klassischen Beispiele. Aber wichtig ist, dass zum Beispiel ein Klaus Barbie, der dann in Bolivien gelebt hat, ein Josef Mengele, der zuerst in Paraguay und dann in Brasilien gelebt hat, alle über diese Fluchtroute Argentinien und Buenos Aires nach Lateinamerika eingereist sind. Es gibt Ausnahmen, es gibt manche, die nach Chile gegangen sind, manche nach Brasilien direkt, aber eben Argentinien war sozusagen das Eingangstor für viele hochrangige Nazis, hohe Offiziere und auch Mitläufer. Und Adolf Eichmann, den Sie sicher alle kennen, der in Deutschland geboren ist, dann als Jugendlicher nach Österreich gekommen ist, dann illegaler Nazi geworden ist, als Österreich 1933 den Nationalsozialismus verboten hat, was nichts geholfen hat,
und nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1938 in Österreich hat er innerhalb kürzester Zeit es geschafft, über 100.000 österreichische Juden und Jüdinnen in kurzer Zeit, sozusagen, wie er es gesagt hat, zur Auswanderung zu treiben. Ja. Und war die rechte Hand des SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich. Also hat also massenhaft Dinge verbrochen und ist dann, als er seine falschen Papiere bekommen hat, als Techniker nach Argentinien eingereist. Und das Interessante ist auch, dass er es geschafft hat, auch seine Familie nach Argentinien nachzuholen. Und das Interessante ist dann auch, also Eichmann hat eher verdeckt gelebt, aber manche haben dann bald einmal wieder ihre eigenen Namen verwendet. Und man wusste, die westdeutschen Geheimdienste wussten, dass Eichmann nach Argentinien geflohen war, aber sie wussten nicht genau, wohin. Und er hat in Argentinien eher sehr schlecht Fuß gefasst, weil es gab ja die Vorstellungen, die geistern ja noch immer herum, diese Nazis wären dann mit massenweise Gold oder jüdischem Gold da in Südamerika gewesen und hätten fürstliche Leben gelebt. Manchen ging es materiell besser, aber Eichmann gehörte nicht dazu und Eichmann hatte Grund genug, möglichst untergetaucht zu bleiben. Und er hat auch mehrmals den Arbeitsplatz gewechselt und hat zum Teil bei Mercedes-Benz gearbeitet und hat in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt. Und er wurde auch tatsächlich Ende der 50er Jahre weltweit gesucht. Wie gesagt, man wusste dann immer mehr, dass er in Argentinien war und wurde ja dann, das wissen Sie vielleicht, vom Mossad, vom israelischen Geheimdienst aufgespürt. Warum das funktioniert hat, hat vor allem zu tun mit Fritz Bauer, dem legendären Fritz Bauer, dem jüdischen Generalstaatsanwalt des Landes Hessen, der eben Angst hatte, erstens einmal, dass eine offizielle Vorgehensweise den Erfolg des Projekts Eichmann suchen gefährden könnte. Und der hat in seiner Suche nach Eichmann und anderen Nazis außerhalb seiner Funktion gehandelt und er hat der israelischen Regierung die Informationen gegeben, die er gehabt hat. Und die hat er wiederum aus Argentinien bekommen von Deutschen, die in Argentinien gelebt haben. Und Sie müssen sich ja vorstellen, es fliehen ja nicht nur Nazis in diese Länder, es fliehen ja auch überlebende Juden dorthin. Und es ist immer wieder passiert, dass jüdische Holocaust-Überlebende dann tatsächlich auf Kriegsverbrecher gestoßen sind. Und also ein Lothar Herrmann hat dann sozusagen dem Herr Fritz Bauer gesagt, er weiß, wo Eichmann ist, weil nämlich Lothar Herrmann eine Tochter gehabt hat namens Silvia, und die hat sich in den Sohn von Herrn Eichmann verliebt. Und diese Dinge sind dann auch öfters passiert. Sie hatten ja in Argentinien deutsche Schulen, deutschsprachige Schulen. Und dort haben jüdische Schulen oder die Kinder der deutschsprachigen Einwanderer haben dann auch ihre Kinder in deutschsprachige Schulen gegeben. Und nach 1945 kommen dann Nazis mit ihren Familien und geben die Kinder auch dorthin. Das heißt, sie haben auch solche Konflikte gehabt, dass die Kinder der Täter und die Kinder der Opfer zum Teil in dieselbe Klasse gegangen sind. Gibt es auch spannende Studien dazu. Naja, und dann hat man sozusagen, dann hat auch Simon Wiesenthal, auf den ich noch kurz eingehen werde, dieser berühmte, der sich nie als Nazi-Jäger bezeichnen wollte, der aus dem damals österreichischen Galizien kam, aber dann Auschwitz überlebte und einfach sein Leben in den Dienst der Suche nach Nationalsozialisten gestellt hat. Und Simon Wiesenthal hat auch Informationen an Fritz Bauer gegeben. Letztendlich waren genug Informationen da, um zu wissen, wo Eichmann steckt. Und so sind dann eben Agenten des Mossad nach Buenos Aires geflogen, haben den Herrn Eichmann aufgespürt in der Nähe seiner Wohnung, haben ihn gefasst, haben ihn befragt und er gesagt, er ist Herr Eichmann. Und dann haben sie ihn ausgeliefert nach Israel und das war ziemlich problematisch, weil er ist dann sozusagen mit einem getarnten Flugzeug entführt worden und die argentinische Regierung war ziemlich entsetzt, weil sie gesagt haben, das ist ein Eingriff in die Souveränität Argentiniens, einer fremden Nation, die einfach einen Mitbürger des Landes da so einfach kidnappt. Und
Was aber wichtig war, dieser Eichmann-Prozess 1960 in Jerusalem hat weltweites Aufsehen erregt, sodass dann, also 1960 beginnt schon eine neue Phase der kritischen Aufarbeitung, 1963 kommen die Auschwitz-Prozesse endlich zustande und die Sensibilität und das Bemühen, hochrangige Nationalsozialisten zu finden, wird auf jeden Fall größer. Und Sie kennen vielleicht das Buch von der Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, über die Banalität des Bösen. Also Eichmann hat ja auch überhaupt nicht bereut, wie die meisten dieser Leute. Die haben einfach also nicht die geringste Reue gezeigt. Ich komme zum nächsten Punkt. Das ist Josef Mengele, der Lagerarzt von Auschwitz, mit seinen brutalen Verbrechen und Experimenten, vor allem an Kindern, die mit allen möglichen Krankheitserregern geimpft worden sind. Und dann schaut er, was passiert. Also Sie wissen Mengeles Verbrechen. Mengele ist geflohen nach Argentinien, hat sich eine Zeit lang dort als Schreiner betätigt und ist dann noch in den 50er Jahren, und das ist auch so unglaublich, also da muss man sich auch vorstellen, dass die sich relativ sicher wiegen konnten. Der Herr Mengele hat gehört, dass Familienmitglieder krank sind, und er wollte, hat Heimweh gehabt und Sehnsucht, Familienmitglieder zu sehen, ist in die Schweiz geflogen, 1956, über New York mit einem deutschen Pass. Das heißt, er ist in Argentinien zur deutschen Botschaft gegangen, gegen ihn ist kein Haftbefehl damals vorgelegen, hat diesen Pass bekommen unter seinem richtigen Namen. In Argentinien gab es genug Leute, die ihn auch gedeckt hätten, ist nach Deutschland, also ist in die Schweiz. Dann hat er seine Familie, seine Frau nachgeholt, hat dort in Uruguay geheiratet, dort gelebt unter seinem vollen Namen. Und dann beginnt aber die Suche nach ihm im Zuge des Eichmann-Prozesses. Und dann flieht er nach Paraguay, wird dort arbeitet in einer Bar. Und in Paraguay gab es diverse deutschnationale Immigranten, alte Nationalsozialisten, die noch immer Nationalsozialisten bleiben wollten. Und Mengele hat offen geredet, natürlich nicht über seine Verbrechen, aber hat ein bisschen auch aufgeschnitten. Eben vom Vierten Reich, und er war derjenige, der dann auch behauptet hatte, Martin Bormann sei auch da und der sei in Paraguay gestorben. Und das war auch eine Quelle für viele Mythen, die sich gerankt hat um diese Nazis. Denn ein kurzer Exkurs, Martin Bormann, ein enger Vertrauter Adolf Hitlers, ist 1945 in den letzten Tagen aus dem Führerbunker entwichen und verschwand. Und man fand ihn nicht. Ja? Und deswegen hat es nahegelegen, er ist entweder in Paraguay oder in Argentinien. Und die USA waren zunächst an ihm interessiert bis 1947. Und dann gab es x Meldungen, das habe ich selbst im Archiv in den USA gesehen, diverse Menschen haben irgendwo in irgendeiner Gasse Martin Bormann gesehen und dann war es doch nicht. Man hat sein Skelett erst in den 70er Jahren bei Bauarbeiten in Berlin entdeckt. Also er ist umgekommen, vielleicht hat er sich das Leben genommen. Aber also Bormann war dann so einer, wo man immer gesagt hat, naja, der ist eben da vielleicht in Patagonien oder in Paraguay und bastelt mit anderen an einem Vierten Reich. Kurz, Paraguay war übrigens wie Argentinien und Chile für Anhänger faschistoider und totalitärer Ideologien ein ideales Pflaster, eine Diktatur unter dem Herrn Stroessner. Und was da passiert, ist auch ganz typisch für die Schwierigkeiten, solche Menschen auszuliefern, weil die Polizeibehörden haben dort nach Mengele gesucht und die Regierungsbeamten haben so getan, als könne er nicht in Paraguay sein und hatten alle möglichen Spuren nicht weiterverfolgt. Das wird aber dann ein richtiges Problem, weil aufgrund des Eichmann-Prozesses immer mehr Medien, aber auch Polizeibehörden fast panisch nach Mengele suchen. Also es kommt dann Journalisten des Springer Verlags und der Quick und Bild und es wird ein Kopfgeld ausgerufen und dann schließlich amerikanische Fernsehsender und die Interpol.
Und es ist ihm dann eben gelungen, dann auch die SPD, ein SPD-Mitglied, also und, dann, und was dann natürlich schon eine Rolle spielte, und das war auch gerade für Menschen wie Simon Wiesenthal oder all diejenigen, die Nazis finden wollten, ein Problem, das war das Problem der Verjährung. Weil die Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, am 8. Mai 65, also 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sind Verbrechen verjährt. Und deswegen war das sehr, sehr schwierig für Leute wie Simon Wiesenthal, die dann Druck gemacht haben auf diese Regierungen, damit zum Beispiel ein Staat wie Paraguay ja einem Herrn Mengele nicht einbürgert oder die Staatsbürgerschaft gibt, weil Paraguay ein Land ist, das seine Bürger nicht ausliefert. Also deswegen begann ein Wettlauf bei diesen hochrangigen Nationalsozialisten darum, wann kriegt man sie endlich und kann sie vor Gericht stellen. Und Mengele ist nach Brasilien rüber und ist mit falschem Pass unter dem Namen von Peter Hochbichler, also da musste er wieder, da hat er dann sozusagen wieder einen falschen Pass gebraucht und hat dann quasi, hat es geschafft und ist dann 1979 gestorben. Ich hätte noch zwei kurze Beispiele, wenn es Ihnen recht ist, ich kann aber auch früher aufhören. Das ist Erich Priebke. Priebke war in Rom tätig und SS-Hauptsturmführer und sehr maßgeblich mitbeteiligt an Geißlerschießungen bei den Adiardinischen Höhlen, wo über 300 Menschen erschossen worden sind. Er ist eben unter falschem Namen nach Argentinien und ist nach Bariloche. Und Bariloche ist ein sehr interessanter Ort, das ist in den Anden, ein Skiort, wo in den 20er und 30er Jahren Österreicher und Deutsche, die sehr gut Skifahren konnten, also vielleicht die Lanscher-Familie, Guzzi Lanscher ist Ihnen vielleicht ein Begriff, die sind, also der, großartige Skifahrer waren Nationalsozialisten, haben Bergfilme gemacht mit der Leni Riefenstahl und so und mussten dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch Skifahrer flüchten, also nicht nur Lagerkommandanten, auch Leute, die NSDAP-Mitglieder waren, auf jeden Fall. Dort hat sich der Herr Priebke sehr wohl gefühlt, hat zuerst unter falschem Namen als Kellner gearbeitet und dann unter echten Namen ist Mitglied, Beratungsmitglied der deutschen Schule geworden, unter seinem echten Namen. Und es gibt einen fantastischen Film, den man leider nicht kaufen kann, ein argentinischer, wo es eine deutsche Version gibt, der Pakt des Schweigens, wo dann auch in dem Film gezeigt wird, dass zum Beispiel der Herr Priebke dann dieser deutschen Schule gesagt hat, na, Heinrich Böll darf man nicht lesen, das ist zu links. Ja, also auch noch, und das ging eine Zeit lang. Ja. Nur dann eben wird er im Zuge von anderen Kriegsverbrechern, die gefasst werden, natürlich auch angeschwärzt und anderem gesagt, wir wissen, er hat es für dieses Verbrechen in Rom verantwortlich und schließlich wurde er ausgeliefert und deutsche Ermittler haben einen Auslieferungsantrag gestellt über 1993. Und dann ist er raus und ist in Italien dann eben zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden. 1998 ist unter Hausarrest gestellt worden, weil er schon so alt war und ist dann mit 100 Jahren 2013 gestorben. Ja, und ich glaube, es war die NDP, die noch zum Präsidentschaftskandidaten in Deutschland machen wollte. Also Sie sehen, die überleben zum Teil relativ lang. Und die letzte Geschichte war Barbie, Klaus Barbie, der der Schlächter von Lyon war, bekannt für seine unglaublichen Folterungen. Und auch der ist über Argentinien nach Bolivien. Auch in Bolivien gab es während des Zweiten Weltkriegs und danach sehr antidemokratische Regierungen. Und er hat im Holzgeschäft gearbeitet und hat sich Klaus Altmann genannt. Aber wenn Sie Juliane Ströbele-Gregors Buch gelesen haben, das war die Frau des grünen Politikers Ströbele, der vor kurzem gestorben ist. Sie war die Tochter des ersten deutschen Botschafters in Bolivien und ist dort auch zur Schule gegangen und hat eine sehr spannende Autobiografie geschrieben. War es eigentlich für die deutschsprachige Gemeinschaft in Bolivien ein offenes Geheimnis, wer dieser Klaus Altmann ist? Ne?
Und es gab x Versuche, ihn auszuliefern, ein Genosse von Che Guevara, der Regis Desprez, und dann eben auch Beate und Serge Glasfeld, die da nach Bolivien gefahren sind. Und es ist ihm immer wieder gelungen, zu entkommen oder bedeckt zu halten, weil er in der Zwischenzeit eben auch ein Sicherheitsberater war für die bolivianischen Militärs und zum Beispiel dann eben auch Hugo Panzer. Und schließlich war dann eben die Auslieferung von Klaus Barbie die letzte Möglichkeit, und es gab eine Debatte zwischen Frankreich und Deutschland, wohin soll er ausgeliefert werden? Nach Deutschland, schließlich war er Deutscher, oder nach Frankreich? Und Helmut Kohl war eher zögerlich, und François Mitterrand wollte dann auch sehr gerne Klaus Barbie haben, um auch zu zeigen, natürlich sind das lauter Prestige-Entscheidungen, als transparenter, politisch linksliberaler Politiker, der also jetzt für Gerechtigkeit sorgt. Und dann wurde Klaus Barbie tatsächlich nach Frankreich ausgeliefert. Und das war für den Barbie eine Katastrophe, weil Barbie das nicht ernst genommen hat. Also er wurde dann sozusagen festgenommen, hat dann auch herumgescherzt, weil er sich gedacht hat, seine Straftaten sind verjährt und er hat genug Netzwerke in Deutschland. Und er wurde ja dann, die Agenten, die ihn fassten, oder die Polizeibeamten, haben ihm nicht gesagt, wohin er ausgeliefert wird. Und als er dann gesehen hat am Flughafen, dass die, also er ist dann sozusagen über französisch Guyana ausgeliefert worden, und als er dort gelandet ist, hat er begriffen, wohin man ihn schickt. Es ging halt auch mit einer Maschine, die als Privatmaschine getarnt war. Und dann war es ihm klar, er kann nicht entkommen. Und er kam dann in lebenslange Haft, starb dann eben auch in Frankreich. Aber was auch interessant war, ist, dass seine Auslieferung letztendlich auch eine heftige Debatte in Frankreich ausgelöst hat, weil in Frankreich ja immer der Mythos der Résistance herrscht. Also die Franzosen waren großteils in der Résistance, aber dass es das Regime von Maréchal Pétain gegeben hat, das durchaus pro-nationalsozialistisch war, dass der französische Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg, wie viele Juden aus Frankreich deportiert worden sind. Das heißt, mit Barbie musste quasi sich Frankreich auch intensiv mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und mit den Kollaborateuren. Also Sie sehen, Sie haben verschiedenste Geschichten hier, Leute, die auskommen, die überleben, solche, die ausgeliefert werden, solche, die zu spät, also die dann zwar ausgeliefert werden, aber viele Opfer sind nicht mehr am Leben. Und ich mache jetzt einfach Schluss mit einer letzten Bemerkung. Es gibt immer wieder dieser Mythos, und den kennen Sie auch, meine Studierenden sprechen mich immer an wenn sie hören, ich habe zu Argentinien gearbeitet. Ja, das sind ja Zehntausende von Nazis, ja, und Argentinien ist der Hort. Und es haben sich viele Historiker beschäftigt damit, na, wie viele waren es tatsächlich? Und das ist nicht mehr zu recherchieren. Also der Holger Meding, der ein Experte ist, gerade was Argentinien betrifft, sagt, man muss von 300 bis 800 hochrangigen Nationalsozialisten ausgehen. Also Mengele ist sozusagen die Spitze der Brutalität, aber man schätzt, dass es 300 bis 800 hochrangige waren, Ustascher Leute eingeschlossen. Und diese Geschichte von Argentinien als sozusagen Viertes Reich und als sozusagen Hort zehntausender Nationalsozialisten ist auch eine Geschichte, die man in Deutschland und in Österreich in den Nachkriegsjahren auch sehr gerne erzählt hat, weil man sich dann am sagen konnte, alle Bösen sind eh in Südamerika, und man kann, das war weniger in Deutschland, aber in Österreich natürlich der Fall, weil es ja offiziell völkerrechtlich das erste Opfer Adolf Hitlers war, hat man tatsächlich in Österreich bei einer Stunde Null begonnen, 1947 gesagt, ja, wir hatten zwar ein paar Nazis, aber nicht so viele, und vor allem die Bösen sind eh irgendwo geflohen und Hitler ist im Eis oder sonst wo in Patagonien. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich freue mich, dass Sie mir so spannend zugehört haben. Ja, erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Putsch, für den tollen Vortrag. Ich möchte jetzt alle Gelegenheit bitten, Fragen zu stellen.
Die Online-Zuschauer haben zwei Möglichkeiten. Schreiben Sie die Fragen entweder in den Chat rein oder signalisieren Sie mir, dass Sie eine Frage stellen wollen. Sie können dann einfach Ihr Mikrofon einschalten. Wir hören Sie hier im Raum. Und die Präsenzzuschauer bitte ich einfach laut zu sprechen, dann hört man Ihre Fragen auch online. Sonst ist es manchmal immer ein bisschen schwierig, das zu verfolgen. Würde mich also freuen, wenn Sie sich rege beteiligen. Vielleicht darf ich mit einer Frage einfach mal anfangen. Es gibt ja noch so einen weiteren, glaube ich schon, Mythos, dass es so eine richtig gut organisierte Helferorganisation der SS selber gegeben hätte. Ne? Die ist auch die bei Frederick Forsyth beispielsweise genau. Dann zu literarischen Niederschlag gefunden hat. Was kann man dazu sagen? Kann man das so einschätzen oder wie muss man das sozusagen in der historischen Wahrnehmung oder aus Ihrer Sicht als Historikerin zurücknehmen? Ja, das ist eine spannende Frage, denn also diese Organisation und auch der Roman von Frederick Forsyth, ich denke mir, die Odessa File 1972 erschienen. Dieses Odessa galt nicht, war nicht der Name für die Stadt, sondern Odessa war die Abkürzung für die Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Und Simon Wiesenthal ist damit eng verbunden, weil Simon Wiesenthal das Problem hatte, 72 in den 70er Jahren, Nationalsozialisten verschwinden, sie sterben. Und er war auch interessiert, Wiesenthal war an Eichmann interessiert, hat auch eben geholfen, Eichmann zu finden, den Franz Stangl zu finden, der dann in Brasilien war, und auch den Herrn Roschmann, den Sie erwähnt haben, zu finden, diesen Grazer. Und Simon Wiesenthal hat sich dann mit dem Schriftsteller Frederick Forsyth getroffen und man hatte die Idee, gerade den Herrn Roschmann zum Beispiel zu finden, der im Roman eine Figur ist, weil der Roschmann es geschafft hat, so zu tun, als sei er unschuldig. Und in diesem Roman wird eben dieser Roschmann zu einem ganz fürchterlichen Ghetto-Kommandanten, der er war. Und der Roman war ein derartiger Welterfolg, dass er eben, der Odessa-File, dass er wirklich auch die Suche nach hochrangigen Nazis beflügelt hat, aber gleichzeitig tatsächlich die Vorstellung, es gibt diese Odessa, also diese Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, die dann in Argentinien oder auch über Argentinien hinaus ein Netzwerk bildet und dann viel Geld bekommt, auch zum Teil, man hat da gesagt, die Nazis, die da fliehen, haben dann auch noch jüdisches Gold mitgenommen, Konten geleert, und diese Odessa hat also die finanzielle und die strategische Schlagkraft, um tatsächlich so die Idee eines Vierten Reiches weiterzutreiben. Und heute weiß man, dass es diese Odessa in dieser Form nicht gegeben hat. Es gab so klassische Fluchthilfestrategien, natürlich in Argentinien gab es genügend, sagen wir, deutschnationale Deutsch-Argentinier, wie zum Beispiel der Carlos Fuldner oder Rudi Freude, die dann im Schutze von Perón Kriegsverbrechern geholfen haben, Jobs zu finden, sie unterzubringen wie den Eichmann oder so, aber sozusagen diese starke, finanziell mächtige Odessa hat es als solche nicht gegeben. Ja?